Wer ist der Mörder? Dass der Mörder immer noch frei rumläuft, dass er unter uns ist, das macht das Ganze irgendwie mysteriös. Er ist irgendwie zu Fall gekommen und wurde dann mit stumpfer Gewalt getötet. Das ist eine Messerspitze. Abgebrochen. Wer hat Klaus-Walter Pauli getötet? Im Dezember 2003 ist Klaus-Walter Pauli auf dem Weg von seinem Heimatort Menden ins 30 Kilometer entfernte Hagen, um sich eine Schallplatte zu kaufen. Das ist die letzte Info, die man über ihn hat. Danach verschwindet er spurlos auf mysteriöse Art und Weise. Keiner weiß etwas, weder seine Familie noch seine Freunde. Erst 13 Jahre später dann die traurige Gewissheit, Klaus-Walter Pauli ist tot. Die Polizei wird hinterher feststellen, dass er einem brutalen Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist. In diesem Hügel hinter dem Hagener Hauptbahnhof wurde die Leiche von Klaus-Walter Pauli gefunden. So viele Jahre lag er dort unentdeckt. Ich muss sagen, mich macht das wirklich richtig betroffen, zu wissen, dass ein Mensch 13 Jahre lang tot in einem Waldstück hinter dem Bahnhof liegt, unentdeckt. Keiner wirklich vermisst ihn. Das ist einfach nur traurig, oder? Ich will in diesem Film deswegen herausfinden, was ist Klaus-Walter Pauli eigentlich zugestoßen? Und was weiß die Polizei über seinen Mörder? Klaus-Walter Pauli, 47 Jahre alt. In den 4 Jahren vor seinem Tod war er arbeitssuchend. Zu seinen 5 Geschwistern hatte er keinen Kontakt. Er lebte in einer Zweier-WG in Menden, etwa 30 Kilometer von Hagen entfernt. Er soll sich regelmäßig mit homosexuellen Männern getroffen haben, die er über Zeitungsannoncen kennengelernt hat. Liebevoller, sensibler Ehe, 40, sucht ebenso liebevollen ihn für gemeinsame Abenteuer. Von Klaus-Walter Pauli gibt es gerade mal 1-2 Fotos, sonst nichts. Auch über die letzten Stunden vor seinem Verschwinden gibt es so gut wie keine Informationen. Aber in etwa so könnte der letzte Kontakt zwischen ihm und seinem damaligen Mitbewohner Sven ausgesehen haben. Parfum? Was hast du denn vor? Ich will nur noch haben, eine Schallplatte kaufen. Eine Schallplatte? Langschallplatte oder Single? Witzbold. Bis später. Ob Klaus Pauli an diesem Tag nach Hagen fährt, um wirklich nur eine Schallplatte zu kaufen, oder ob er vorhat, jemanden zu treffen, ist nicht bekannt. An dem Hügel, wo Paulis Leiche gefunden wurde, treffe ich mich mit dem Journalisten Alex Talasch. Alex, du warst einer der Journalisten, der über den Fall, über den Mordfall Klaus-Walter Pauli berichtet hat. Was macht diesen Fundort hier an dem Hügel eigentlich so besonders? Dieser Ort ist halt sehr mysteriös. Man hat damals wahrscheinlich noch gar nicht gedacht, dass hier jemals eine Straße herführt. Und deshalb hat man vielleicht die Leiche dann deswegen hier auch entsorgt. Es war jetzt kein Hotspot, wo sich Leute getroffen haben, wo die gefeiert haben. Oder ein Punkt, wo man sich verabredet hat und Geschlechtsverkehr hatte. Oder Art Strich. Ja. Das alles war jetzt nicht bekannt. 2016 finden an diesem Hang Rodungsarbeiten statt. Dabei kommt etwas zutage, was so wohl niemand in den Tiefen des Berges vermutet hätte. Hey, guck mal! Was denn? Lass ihn besser liegen. Ich rufe die Polizei. Ist schon wirklich krass, wenn in der eigenen Stadt so ein Verbrechen stattfindet. Und dann so ein Schädel gefunden wird. Das hat man nicht alle Tage. Und als Reporter erlebt man sowas auch nicht jeden Tag. Ja. Als 2016 dieser Schädel aber gefunden wurde, da hat die Polizei uns davon nichts erzählt. Das haben wir aus ermittlungstaktischen Gründen erstmal zurückgehalten, um zu ermitteln, was dahinter steckt. Und deshalb wusste wirklich nur ein ganz kleiner Kreis davon, die Ermittler der Polizei und die Familie von dem Opfer. Das wird aber nicht der einzige Fund bleiben. So viel kann ich euch schon mal verraten. Mehr dazu erzähle ich euch aber gleich. Mich würde jetzt erstmal interessieren, was die Polizei unternommen hat, als der Schädel gefunden wurde. Sebastian Hirschberg ist Sprecher der Polizei Hagen. Wie konnte dann dieser Schädel Klaus-Walter Pauli zugeordnet werden? Wie haben Sie das gemacht?
Wir haben ihn zuordnen können aufgrund der Zahnstellung. Das haben wir herausgefunden. Jeder Mensch hat ja eine individuelle Zahnstellung. Manchmal gibt es da auch Goldpräparate oder irgendwelche Füllungen. Mhm. Und wenn die beim Zahnarzt entsprechend hinterlegt sind und auch in der Vermisstendatei auftauchen, dann kann man das zusammenführen. Mhm. Und dann weiß man hinterher sehr sicher, wer das ist. Wir wissen, dass Klaus-Walter Pauli vor seinem Tod mit einem Messer angegriffen wurde oder einem spitzen Gegenstand. Wir gehen aber davon aus, dass es ein Messer ist. Es wurden zwei Stiche ausgeführt. Was haben Sie da? Das hier ist ein 3D-Abdruck der Klinge, mit dem Klaus-Walter Pauli angegriffen wurde. Das haben unsere Kollegen einscannen lassen in einen 3D-Drucker. Darf ich das in die Hand nehmen? Ja, bitte sehr. Okay, aber ich sehe jetzt da drauf im Endeffekt eine Messerspitze und dann noch so zwei kleinere, eine abgebrochene. Was heißt das? Ich erkläre Ihnen das gerne. Wir haben hier die zusammengefügte Klinge. Wir gehen davon aus, dass erst ein Stich gegen die Schulter ausgeführt wurde. Dabei ist die Klinge abgebrochen. Man sieht ja, die ist sehr filigran. Ja. Dieses Stück hier oben ist zuerst abgebrochen. Danach wurde nochmal ein Stich ausgeführt oder ein Hieb in den Kopf. Dabei ist die Klinge nochmal abgebrochen. Dadurch ist dieses Teil hier entstanden. Mhm. Und die Kollegen haben das hier einmal zusammenfügen lassen. Und das hier ist das zusammengesetzte Teil aus den beiden hier. Okay. War denn diese Messerspitze ursächlich dafür verantwortlich, dass er gestorben ist? Also die Stiche waren nicht todesursächlich. Er ist irgendwie zu Fall gekommen und wurde dann mit stumpfer Gewalt getötet. Vermutlich durch Schläge auf den Kopf. Frakturen, auch im Frontalbereich. Also hat man ihm brutal ins Gesicht geschlagen. Oder getreten. Viel weiß die Polizei nicht über den Getöteten und dessen Umfeld. Klaus-Walter Paulis ehemaliger Mitbewohner Sven ist 2006, also schon 10 Jahre vor dem Knochenfund, verstorben. Was war mit der Familie von Klaus-Walter Pauli? Konnte die Ihnen nicht irgendwie weiterhelfen? Der Kontakt ist damals anscheinend abgebrochen zwischen der Familie. Da konnte niemand der Polizei weiterhelfen. Und was ist mit dem Bekanntenkreis oder dem Umfeld? Das ist die große Schwierigkeit in dem Thema. Wir versuchen immer noch, Freunde, Bekannte aus Klaus-Walter Paulis Umfeld zu ermitteln. Heutzutage ist sowas einfacher, weil jeder sein Leben in sozialen Medien fast offenlegt. Da kommt man sehr leicht an Bekannte oder Freunde heran. Man weiß, mit wem man sich getroffen hat, oft auf Fotos. Sie kennen das ja. 2003 hatte man diese Möglichkeiten noch nicht. Smartphones gab es in der Form wie heute noch nicht. Mhm. Und wenn man damals für sich alleine bleiben wollte, dann hat man das auch viel besser geschafft als heute. Das heißt, im Endeffekt hat Klaus-Walter Pauli schon ein sehr einsames, zurückgezogenes Leben geführt. Das kann man so sagen, genau. Ohne viel Kontakte. Genau. Und deswegen weiß man auch so wenig. Ja. Die Polizei tappte also weiterhin im Dunkeln. Alles, was sie hatten, war der Schädel eines Menschen, die Tatsache, dass ein Mann brutal ermordet wurde, sonst nichts. Bis 3 Jahre später dann das passierte. Im Jahr 2019 finden wieder Rodungsarbeiten am gleichen Hügel statt. Und wieder gibt es einen grausamen Fund. Arbeiter stoßen erneut auf menschliche Überreste. Journalist Alex Talasch ist dabei, als die Spurensicherung der Polizei weitere Knochenteile ausbuddelt. Ich war der einzige Journalist, der da vor Ort war. Und dann habe ich meine Arbeit begonnen, habe meine Kamera in die Hand genommen, habe davon Fotos gemacht, habe Videoaufnahmen gemacht. Man ist direkt mittendrin im Tatort und sieht dann einzelne Knochenteile in den Händen der Ermittler. Und ja, Gänsehaut. Kann man nicht anders beschreiben. Dann haben sie dann Knochenteile gefunden und Überreste von den Klamotten. Ja. Und schließlich auch ein wichtiges Beweismittel, ein Handy. Ein Handy? Von wem? Von Klaus-Walter Pauli. Das lag 16 Jahre im Hügel, war wirklich allen Witterungen ausgesetzt, Sonne, Schnee, Regen. Und die Frage, die sich dann stellte, war, lässt sich auf diesem Handy noch irgendetwas Verwertbares sicherstellen? Das ist genau das Handy, was wir am Tatort gefunden haben. Ich kann das hier auch mal rausholen. Wir haben alle Spuren daran gesichert, die wir sichern konnten. Mhm. Deswegen kann ich das auch so anfassen. Darf ich das in die Hand nehmen? Oder? Ja, kannst du machen. Es sieht anders aus als unsere Smartphones heute. Die haben früher so ausgesehen. Allerdings. Wir haben das Handy ausgewertet. Das war ein altes Handy. Unsere Techniker haben es tatsächlich geschafft, Kontakte und alte Nachrichten auf dem Handy nochmal sichtbar zu machen. Okay. Wir haben etwas über 30 Kontakte nochmal feststellen können. Problematisch war hierbei, dass diese Kontakte alle mit Spitznamen oder mit Vornamen gespeichert waren. Mhm. Also ohne Nachnamen, ohne Adresse. Wir mussten erstmal gucken, wer ist das?
der sich dahinter dieser Nummer verbirgt. Ja. Da haben wir bei den Providern natürlich angerufen. Die konnten uns aber auch nicht mehr weiterhelfen, weil die Datensätze einfach viel zu alt sind. Nach fast 20 Jahren sind die nicht mehr vorhanden. Wir haben ja speziell einen Namen gesucht, Frank, war gespeichert. Warum Frank? Von Frank stammte die letzte SMS in dem Handy. Die konnte man durch diesen Zeitstempel in den SMS zuordnen und die letzte stammte von einem Frank. Wir wussten aber bis zu dem Zeitpunkt noch nicht, wer das ist. In dieser letzten SMS an Klaus-Walter Pauli stand: Vielleicht melde ich mich später noch. Kuss, Frank. Was wissen Sie über diesen Frank? Wir haben vor kurzem herausgefunden, bei wem es sich um Frank handelt. Wir können aber mit Sicherheit sagen, dass er weder als Zeuge noch als Tatverdächtiger für uns in Betracht kommt. Umso wichtiger ist es, dass wir näher das Umfeld von Klaus-Walter Pauli noch mal beleuchten. Wir müssen wissen, mit wem hat Klaus-Walter Pauli Kontakt gehabt 2003, davor, danach vielleicht. Ja. Und was wissen Sie da? Aktuell leider nicht viel, weil wir nicht wissen, mit wem er, wer seine Freunde waren, seine Bekannten, mit wem er sich regelmäßig getroffen hat. Auch diverse Hinweise aus der Bevölkerung brachten keinen Erfolg. Viele Jahre nach dem Mord an Klaus-Walter Pauli rätselt die Stadt Hagen noch immer über die mysteriösen Hintergründe seines Todes. Was hat das mit der Stadt Hagen und auch den Menschen gemacht, dieser Fall Klaus-Walter Pauli? Ja, dass ein Mensch hier umgebracht wird und der Mörder immer noch frei rumläuft, dass er unter uns ist, das macht das Ganze irgendwie mysteriös. Und diese Ungewissheit, wer ist der Mörder, das beschäftigt einen immer noch. Und auf welchen entscheidenden Hinweis hoffen Sie noch, um diesen Fall vielleicht auch aufklären zu können? Früher oder später kommt in so gut wie jedem Fall die heiße Spur. Wir gehen auch davon aus, dass das in diesem Fall irgendwann passiert. Der Fall ist nicht aus den 50ern, 60ern, das ist ein aktueller Fall, noch immer 2003. Das ist erst 20 Jahre her. Und ohne solche Hinweise würden Sie wahrscheinlich noch nicht weiterkommen, ne? Das will ich so nicht sagen, denn unsere Mordkommission bei der Kripo ist immer noch an dem Fall dran. Ja. Haben Sie denn auch DNA gefunden vom Täter und man könnte es dann eben zuordnen? Sollten Sie ihn fassen? Da werde ich aus ermittlungstaktischen Gründen nichts zu sagen. Okay. Der Fall Klaus-Walter Pauli bleibt also erstmal ein Cold Case, also ein Mord, der bislang nicht aufgeklärt und der Mörder noch nicht ermittelt werden konnte. So traurig dieser Fall auch ist, ich finde es immerhin etwas tröstlich, dass die menschlichen Überreste von Klaus-Walter Pauli nicht mehr unentdeckt im Berghügel hinterm Bahnhof liegen, sondern inzwischen auf dem Friedhof, wo er hoffentlich seine letzte Ruhe finden konnte. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst uns doch gerne einen Kommentar oder einen Like da. Und wenn ihr Lust auf mehr True Crime habt, dann schaut doch gerne mal in unsere anderen Fälle rein und abonniert auch gerne diesen Channel. Da würden wir uns sehr drüber freuen.